So, da unten geht es weiter. Da möchte ich jetzt gerade aber gar nicht weiter. Was ist denn hier? Bäh. Geh kaputt. Danke. Ist das... Ist es keine Mimik? Shit, jetzt geht die Kiste kaputt. Dann ist da nur noch Abfall drin. Wahrscheinlich. Ack! Was ist denn so, du Honk? Das hätte halt eine Mimik sein können. Da, ich bin blöd. Was steht denn da hinten? Ich möchte wissen, was da steht. Oh, geht es da irgendwo hin? Versucht Köder. Hier geht es irgendwo hin. Hallo. Oh, da sind Leute gestorben. Und da ist ein Leuchtfeuer. Ein Wahrheitsstein. Cool, cool. Drücken wir erstmal das Leuchtfeuer an. Gucken, was da steht. Hurra für Nebelwand. Ist hier direkt oder was? Wahrscheinlich da hinten um die Ecke. Dann würde ich aber mal fast sagen, wir hüpfen erst nochmal da runter, was? Gelobt sei die Sonne. Da vorne möchte ich gerade nochmal hin eigentlich. Denn... Ich habe ja jetzt einen Schlüssel. Nicht? Ich hoffe, dass das der richtige ist. Vergessener Schlüssel benutzt. Ist das tatsächlich das, wo ich jetzt... Ist das quasi eine Abkürzung jetzt? Hi. Look how far this undead has wandered. Ist das der Typ? And a very fit undead you are. A bit. Ist das derselbe? But with a darkish shadow. Yet still unprepared for a deeper dark. And like every undead, you have no future. Oh my, don't mind me. I'm just talking amongst myself. Mm-hmm. But if you du find strange a need for a truer dark, then meet again. We shall. The dark bist du überhaupt? Is still nascent within you. May the dark shine your way. Uh-huh. The dark. Ja, dann, wenn du meinst. Schwäche Bein. Ich möchte nicht verhauen. Das hier sieht doch aus wie ein Fahrstuhl. Ist es aber scheinbar nicht. Dann nüscht. So, muss ich da jetzt echt... Shit, muss ich da wieder runterhüpfen, ne? So, und hier nochmal. Okay, hat aber funktioniert. Dann... Das ist die Frage, wie... Da gab es nochmal so ein Ding, ne? Wir erinnern uns. Wo muss ich lang? Da muss ich lang, ne? Nee, hier nicht. Warte mal, aber auf der... War nicht auf der Seite der Fahrstuhl? Da ist er. So, ich möchte eigentlich dieses Ding da auch gerne haben. Das heißt, ich werde mal versuchen, hier einmal... ich habe da ja den Geist gesehen, der das auch gemacht. Dann kann ich das doch auch. Dann kann ich das schon lange. Einmal hier rumgehen. Blut holen. Silberner Talisman. Höhenangst. Da war ja noch in dem Loch irgendwo... Da. Irgendwo anders so ein Dingen. Ne? Wir erinnern uns auch daran. So, Moment. Hier waren wir doch vorhin auch, ne? Genau. Dann sind wir wohin gelaufen? Nicht hier, sondern wir sind... Da hinten war ich. Und da möchte ich auch eigentlich ganz gerne wieder hin. So, einmal hier rum. Hier und dann zum Leuchtfeuer. Ganz ehrlich, dann setze ich mich da nämlich mal gerade dran. Damit unsere Waffen auch repariert sind und so. Flupp, und dann überlege ich... Ja, nee, komm. Also ich überlege gerade, ob ich hier Menschlichkeit vielleicht benutzen sollte. Wäre vielleicht gar nicht so blöd, aber naja. Ist jetzt egal gerade. Da unten ist die Nebelwand. Da wäre es vielleicht dann doch gar nicht so blöd, das... Vorsicht vor Feuer, Magie. Boss voraus, ja. Ich dachte mir schon so viel. Jo. Okay, pass auf. Dann würde ich sagen, wir benutzen doch vielleicht mal hier so eine
Menschlichkeit. Auch wenn das jetzt direkt am Anfang... Ich weiß nicht, wie clever das halt direkt am Anfang ist, ne? Hier ist nämlich ein Rufsymbol. Moment, ist das... Ach so, das ist irgend so ein komischer Dude. Es kann aber auch... Also, ich gucke vielleicht mal gerade, ob ich hier irgendwo einen... Da vorne ist noch ein Rufsymbol. Ist das... Das ist der einsame Jäger Schmidt. Den wollte ich haben, quasi. Also ich wollte eigentlich mal gucken. Die Dinger hier scheinen kaputt zu bleiben, oder? Ja, zum Teil wenigstens. Zumindest. Dann gehe ich jetzt nochmal da außen rum. Geh nochmal... Ach, jetzt ist der wieder da. Richtig, da war was. Drecksviech. Verbrenne! So. Geh hier nochmal außenrum zurück. So. Setz mich an das Leuchtfeuer. Habe volles Leben. Volle Flasks. Und dann gehe ich mit dem Jäger zusammen da rein. Ich glaube, da ist die dann durchaus die Menschlichkeit nicht völlig vertan. Denn dann kann ich mir den wahrscheinlich deutlich besser mal angucken, den Boss, wenn ich jetzt so einen NPC dabei habe. Das könnte schon helfen. Also der wird wahrscheinlich mit dem Bogen kämpfen, so wie ich... Ja, es ist der... Was macht der da? Ja, komm. Das bringt dir auch nichts. Das ist völlig sinnlos, was du da tust. Wer ist das? Das ist Illusion. Irgendein komischer Dude scheinbar. Okay, ein Boss. Ich bin gespannt. Zusammen mit dem Jäger Schmidt schauen wir uns das doch mal an. Was ist das denn für ein Gerät? Igitt? Der baut die ganze Zeit komische Dinger. Scheinbar. Oh. Ja, das scheint ihm gar nicht zu passen. Und die Dinger da unten an dem Rand scheinen mich gesehen zu haben. Der hat eine große Keule. Oh. Und ich nehme fast an, dass der feuerresistent so ein bisschen ist, weil hier liegt überall Feuer, also da ist überall irgendwo Feuer, der Verkommene. Na, herzlichen Glückwunsch. Nehme an, die Dinger schießen auf mich. Schießen auf mich. Na, wobei, ich mache durchaus nicht so wenig Schaden gerade. Schieß, haut da einfach mal den armen Jäger. Den armen Schmidt. Oh, Dude, Schmidt, warum... Guckst du im Feuer rum? Das ist total dämlich. Ich lauf nicht im Feuer rum, Schmidt. Oh oh. Oh oh. Aua. Könnte mal versuchen, ob das Ding vielleicht noch mehr Schaden macht. Probieren wir es mal. Oh. Könnte tatsächlich sein, aber dafür greife ich damit nicht so schnell an. Shit! Oh oh. Au! Au, 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 au. Kannst du mal bitte vielleicht wieder den guten Schmidt angreifen? Er hat das Ding kaputt gemacht, sein eigenes Teil. Das ist ganz schön. So, warte mal. Oh, das funktioniert tatsächlich scheinbar ganz gut gegen den. Immer noch eine Flask. Au, autsch. What the fudge? Er hat mich zurückgeschoben. Das ist natürlich böse. Okay, verstehe aber, was er tut. Ich hätte vielleicht trotzdem gerne den Schmidt wieder dabei. Der war ja durchaus ganz brauchbar. Pass mal auf, den holen wir uns wieder. Das kostet zwar wieder eine Menschlichkeit dann. Aber ich halte... Shit, und das ist alles wieder hier. Ja, komm. Räumen wir erstmal ein bisschen frei. Damit wir mit... Also wenn ich sterbe, kommt das scheinbar alles wieder. So.
So. So. So. Dann komme ich hier, glaube ich, einfach... Shit. Nicht einfach so mittendurch. Zumindest nicht, wenn... Oh. Alter. Mistviech, ne? Au. Er hat mich getroffen da hinten, das komische Drecksding. Das da jetzt nicht, aber... Ah, wenn man hier natürlich jedes Mal diese blöden Teile freiräumen muss, dann muss ich echt aufpassen, dass ich einfach wirklich nicht gegen den Typen verrecke nochmal. Sonst bin ich ja unter Umständen hier ewig rum. Die nerven aber auch echt, ne? Das sind ja saunervige Geräte hier. So, haben wir das kaputt? Gehen wir noch einmal hier rum. Menschlichkeit. Zack. Dann... Oh, da sitzt auch noch einer. Das ist Corvo, der gute Corvo. Das sind aber alles nicht die NPCs. So gerne ich natürlich die anderen Leute vielleicht auch mal mitnehmen würde oder so hier. Das Ganze quasi auf Koop spielen würde. Ich nehme erstmal nur die NPCs. Ich glaube, das ist sinnvoller. Also sinnvoller ist falsch, das Falsche. Aber, wie gesagt, die NPCs, denke ich, ist okay, wenn wir die rufen. Die anderen ist jetzt nicht so sinnvoll oder muss halt nicht sein, ne? Versucht Phantom. Weiß ja auch noch gar nicht, wie viel mir das jetzt bringt, den dabei zu haben. Der hat gerade ein kleines bisschen rumgeschossen, aber das war's auch. Ich finde es aber schön, dass hier das Ding so... total nah ist, weil dann... So, ich darf mich nicht da hinten hinschießen lassen. Ich lasse mich gerne woanders hinschießen, aber nicht nochmal in die andere Richtung da. Au. Oh, oh. Bisschen Ausdauer bitte regenerieren. Shit. Shit. Shit, shit, shit. Es ist wieder dieser Mist. Es ist wieder dieser dreckige Mist. Verdammter Misttyp, ne? Oh, cool. Das war nicht das Richtige. Warum habe ich jetzt das Falsche da angewählt gehabt? Peak. Oh, mir fällt da gerade was auf. Shit. Shit, 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 shit. Das war blöd. Das hätte ich vielleicht auf der einen Seite nicht tun sollen, auf der anderen Seite ist es vielleicht doch sinnvoll, das zu tun. Shit, jetzt steht der wieder im Feuer rum. Was ist denn für eine Aktion da? Nein, nicht! Schmidt! Das ist Feuer! Schmidt! Nein! Oh oh. Alter, aua! Das kennen wir irgendwoher gefühlt, ne? Okay, ich glaube, Schmidt wird gleich sterben. Oh oh. Oh oh. Ja, da ist er nämlich tot. Der arme Schmidt. Ich bin noch Ausdauer gerade. Das ist blöd. Oh oh. Ich darf nicht ins Feuer versehen. Shit. Au, das macht eine Menge Schaden. Das macht echt eine Menge Schaden. Oh oh, das macht auch eine Menge Schaden. Das ist auch nicht gut. Das ist alles irgendwie nicht so richtig toll. Mehr saufen. Au, noch mehr saufen. Noch einen. Er ist fast tot. Ich meine... Komm. Ja. Erwischt. Phew.
Seele des Verkommenen, die dritte große Seele, um genau zu sein. Huh, geschafft. 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 Au. Feuersamen. Ne, das ist ganz schön gefährlich. Aber der Feuersamen, damit können wir doch, das ist irgendwie sinnvoll, glaube ich. Damit, können wir die komische Pyromantieflamme verbessern. So, wo ist denn jetzt hier? Hier muss es doch irgendwo weitergehen. Ah, da vorne. Also irgendwo muss ja hier so ein Leuchtfeuer sein, ne? Das waren ja immer diese großen Leuchtfeuer, die ich dann versucht rechts. Ja, da ist eine Truhe. Das macht mir erstmal Sorgen, dass da eine Truhe so rumsteht, einfach so. Aber wir schauen trotzdem mal rein. Es ist edler Knochenstaub. Oh, cool. Können wir nochmal unseren Kram verbessern. Und da ist Glück und dann Vision von Leuchtfeuer. Hey, was ist das da hinten? Illusion voraus, deshalb versucht angreifen. Gute Arbeit und ein Hurra für euch, Leuchtfeuer. Mach erstmal das Ding an. Das ist eines von den Urleuchtfeuern, das ist gerade wichtig. Yep. Und dann wüsste ich gerne, was das da ist. Verdammt teuer. Der wahre Kampf beginnt. Geldsack und ein Hurra für Verbündeter. Geldsack wird benötigt. Glück voraus. Was bedeutet das und was tut das? Hallo? Wo bin ich jetzt? Pech voraus und dann versucht Geldsack. Hä? Bereit? Visionen von Seraphine. Was geht hier ab? Was möchte das hier von mir? Das hier geschriebene Zeichen wird aus weiter Ferne heraufbeschworen. Joggen wird benötigt. Fackel anzünden. Was geht hier ab? Hurra für Nachricht, Blutfleck aber unmöglich, Visionen von Zauberei. Ich geh erstmal einmal hier außen rum. Schau mal, irgendwie lang zu kommen. Vielleicht ist hier irgendwas. Sieht aber nicht so aus. Hm. Kann ich die Tür einfach öffnen? Und wenn ja, was? Moment. Hahaha, von wegen. Wir nehmen dieses Ding dabei mit. Deshalb ich geschlossen. Okay. Dann nicht. Dann gehe ich halt wieder. Was? Achso, ein Blutfleck. Hm. Scheint ja irgendwie total sinnvoll zu sein hier. Ist das vielleicht DLC-Kram? Das könnte natürlich sein. Aber das ist jetzt gerade erstmal nicht so relevant, scheinbar. Kommen wir hier zu diesen Dingern eigentlich auch zurück, zu den Urleuchtfeuern? Wobei hier ist ja recht nah das andere Leuchtfeuer noch gewesen. So. Und wir teleportieren uns zurück nach Majula. Werden dann erstmal gerade, Moment, einmal den edlen Knochenstaub verbrennen. Zack. Leuchtfeuer verbessern und so. Und dann würde ich sagen, wir gehen hier nochmal hin. Nämlich noch eins. Bearer of the curse. Ja, werde ich tun. It is the only choice left to you. Ja, so ist das wohl. Lass uns doch nochmal bitte gerade aufsteigen, gute Frau. Wie sieht denn das aus? Ich kann schon wieder 4 Sachen verbessern. Wie viel brauche ich da jetzt? Ich muss tatsächlich das scheinbar auf Stufe 10 bringen, damit ich das irgendwie benutzen kann. Das finde ich irgendwie völlig unnötig. Das werde ich garantiert nicht tun. Ich möchte das vielleicht noch auf 20 bringen. Und dann vielleicht noch ein bisschen, wie wäre es mit der Belastung, noch ein bisschen höher. Damit
wir nicht noch zu, naja, zu langsam werden. Ich möchte ja irgendwann auch noch eine bessere Rüstung tragen können, wenn es geht. Das heißt, wir machen das mal so. Okay, wir haben noch fast 10.000 trotzdem. Aber ich brauche auch definitiv noch ein paar neue Pfeile, beziehungsweise Bolzen. Das heißt, das ist auch sinnig. Können auch mal gerade kurz... Ich kann auch den Ring nicht reparieren. Nein, das ist dann doch zu teuer. Das Ding könnte man nochmal verbessern. Oder den Degen sogar auch. Aber ich glaube, dafür brauche ich einen Brocken. Und hier brauche ich die Scherben. Dafür brauche ich auch Brocken, um das zu verbessern. Aber drei Stück. Dann würde ich sagen, wir verbessern das hier, das Ding hier immer noch. Weil es ganz cool ist. Und man damit ganz gut spielen kann. Hier brauche ich Titanit-Scherben. Die will ich gerade nicht. So, und dann besorgen wir uns mal noch ein bisschen... Reparaturpulver, das könnte man natürlich. Aber es ist nur eins, das bringt mir irgendwie auch nichts. Komm, wir bauen uns erstmal noch neue Pfeile oder Bolzen oder was auch immer. So, muss ich das jetzt echt hier auf 91 oder auf 81 selber hochbauen, ja, damit ich genau auf 100 bin. Das ist aber doof. So, dann kaufen wir hier noch 2 und dann nochmal 60. Dann haben wir da nämlich auch 100. Ja, ich gehe jetzt... Hallo? Oh, ah, I see. Na gut, ich habe nichts gesagt. Und dann werden wir hier auch nochmal, dann nehme ich nämlich nochmal 100. So. Das ist zwar eine ganze Menge, aber die sind halt auch echt gut und praktisch. So, dann gehen wir nochmal gerade kurz zu der Frau hier, gucken, was die noch so hat, ob die irgendwas Neues hat. Yep. So, die hat immer diese Menschlichkeit nämlich dabei, das ist ganz cool eigentlich. Da könnte ich die nämlich beide sogar noch kaufen. Da wir jetzt durchaus 2 wieder benutzt haben, werde ich mir die mal gerade kaufen. Dann hat die jetzt zwar keine mehr. Aber wir verschwenden auch keine Seelen, wenn wir nochmal irgendwas tun. So. Dann sollte ich vielleicht den Ring nochmal wechseln. Wir hatten irgendwie den da. Genau. Und dann würde ich tatsächlich sagen, das soll es für diese Session erst einmal wieder gewesen sein. Wir haben ja eine ganze Menge geschafft. Es war auch eine ganz, ganz lange Session. Wir haben irgendwie den komischen Rattenkönig gefunden. Wir waren jetzt da ganz unten irgendwo im Loch in der Pampa. Und ich muss zugeben, ich habe gerade keine Ahnung, wo ich als nächstes hin muss. Das war jetzt auch eher zufällig, dass... Ja, komm, wir versuchen mal, da, ob wir jetzt da unten reinkommen irgendwie. In diesen komischen Brunnen. Und dann war das tatsächlich der sinnvolle Weg. Also ich nehme fast auch an, dass man dann irgendwie diesen Ring quasi gekauft haben muss, ne? Damit man da irgendwie mal runterkommt. Weil sonst hat man ja echt Probleme, sonst kriegt man da echt zu viel Schaden. Naja, wir müssen mal schauen, wie wir dann tatsächlich beim nächsten Mal weiter verfahren. Eine Seele fehlt noch und ich habe keine Ahnung, wo wir die herkriegen werden. Also, ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen bis hierhin und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!